Sie haben das Wort, Herr Fahle. Vielen Dank. Sehr geehrte Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, unser Thema lautet Markt statt Planwirtschaft, gescheiterte Energiewende beenden. Die Notwendigkeit einer Energiewende wird von den Grünen, Linken, der SPD und des Teils der CDU, der Frau Merkel blind folgt, vor allem mit einem angeblichen menschengemachten Klimawandel begründet. Diese Begründung basiert auf fragwürdigen Klimastudien und Prognosen. Fest steht, dass sich das Klima auf der Erde schon immer gewandelt hat. Dass dies aber hauptsächlich auf menschliches Verhalten, auf den menschlich bedingten CO2-Ausstoß zurückzuführen sei, der deshalb mit planwirtschaftlichen Methoden nach unten korrigiert werden muss, das ist eine freie Erfindung, die durch wissenschaftliche Studien und Gutachten in keiner Weise belegt ist. In erster Linie haben wir es mit ständig sich verändernden Sonnenaktivitäten zu tun und deshalb muss in dieser Frage eine ideologieoffene, eine ergebnisoffene und ideologiefreie Debatte auf wissenschaftlichen Fakten basierend geführt werden und diese Debatte steht noch aus. Fest steht allerdings, die sogenannte Energiewende führt zu ständig steigenden Strompreisen und einer gigantischen Umverteilung von unten nach oben zugunsten einiger weniger Energiewende-Profiteure. Das, meine Damen und Herren, muss beendet werden. Die hohen Strompreise in Sachsen-Anhalt fungieren als Investitionsbremse und schränken zugleich die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger ein. Zwischen 2007 und 2016 stiegen die Preise für Strom im Norden Sachsen-Anhalts bei den Stadtwerken und Regionalversorgern um bis zu 54%. Über die Ursachen der kontinuierlich steigenden Strompreise schrieb die Volksstimme schon 2016, ich zitiere, besonders ins Kontor schlägt der Bau von Leitungen und Umspannwerken, um die großen Windstrommengen abzutransportieren. Und weiter, besser sieht es in vielen Regionen beim Gas aus. Bei einigen Stadtwerken wie in Wolmirstedt oder Zerbst gingen die Preise seit 2007 sogar leicht zurück, bei den meisten blieben sie etwa konstant. Auf die positive Rolle des Einsatzes von Erdgas im Energiemix in Sachsen-Anhalt komme ich gleich noch zu sprechen. Zunächst aber führe ich an, was NWAM zur Begründung der Preissteigerung 2017 laut MZ bei den erneuerbaren Energien als Gründe genannt hat. Zitat, mit gestiegenen Preisen für die Netznutzung und einer höheren EEG-Umlage. Durch den Bau von Wind- und Solaranlagen müssen die Stromleitungen erweitert werden. Das zahlt der Verbraucher bei seinem Strombezug mit. Steuern, Umlagen und Netzkosten machen inzwischen mehr als 3/4 der Stromkosten aus. Nur 1/4 fällt auf Erzeugung und Vertrieb. Zitat Ende. Der MDR berichtete, Zitat, zur Begründung werden vor allem die gestiegenen Kosten wegen des erneuerbaren Energiegesetzes angeführt. Zitat Ende. Die Grünen, Linken, SPD und jene, die Frau Merkel blind folgen, betreiben also mit der Lüge vom menschengemachten Klimawandel eine ideologisch konturierte Energiepolitik, und die Bürger und Unternehmen im Land werden dafür kräftig zur Kasse gebeten. Dieses Muster kennen wir bereits von der ebenfalls ideologiegetriebenen Politik der Masseneinwanderung, die als alternativlos und moralisch-ethisch überlegen angepriesen worden ist. Hier wird das gleiche Schema verfolgt. Und in Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. In Wirklichkeit stehen hinter den wohltönenden Phrasen von der Rettung der Welt stehen in Wirklichkeit ganz handfeste wirtschaftliche Interessen, und zwar all jener, die an der Energiewende profitieren. In Wahrheit handelt es sich um eine links-grün motivierte Lobbypolitik. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Kosten der EEG-Umlage. Diese Umlage wird seit dem Jahr 2000 erhoben.
um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu finanzieren. Wer bezahlt diese Umlage? Es sind vor allem die Privatverbraucher in Deutschland, denn für Großunternehmen werden völlig zu Recht natürlich auch Rabatte gegeben, damit die Firmen nicht dicht machen müssen, aber es sind vor allem die Privatverbraucher. Und das, meine Damen und Herren, ist sozial ungerecht, da insbesondere auch einkommensschwache Bürger über Gebühr belastet werden. Die Profiteure der Umlage sind hingegen findige Investoren, für die die Politiker der Energiewende als Lobbyisten fungieren. Bei der Einführung der EEG-Umlage betrugen die Kosten 0,19 Cent pro Kilowattstunde Strom. Mittlerweile haben sich diese Kosten verdreiunddreißigfacht. Die Bundesenergieagentur schätzt die Gesamtkosten der EEG-Umlage für 2017 auf 29,5 Milliarden Euro. Dem steht Einnahmen aus Ökostrom am Strommarkt in Höhe von 5 Milliarden Euro gegenüber. Im Klartext, fast 25 Milliarden Euro Subventionen erfolgen in einem einzigen Wirtschaftsjahr zugunsten der Leute, die an der Energiewende ihr dickes Geschäft machen. So viel zu den Kosten der EEG-Umlage, nun zu den Netzkosten. Die Netzentgelte machen für private Haushalte rund ein Viertel des Strompreises aus. Für die Industrie liegt der Anteil sogar noch höher. Darüber berichtete die Welt, ich zitiere, die Netzkosten decken nicht nur den Bau neuer Leitungen und den Unterhalt bestehender Netze ab, die Kunden zahlen auch für Eingriffe der Netzmanager wegen der starken Wind- und Sonnenproduktion. Dazu zählt vor allem die kostenpflichtige Abschaltung von Windkraftanlagen, wenn die bestehenden Leitungen ihren Strom nicht mehr transportieren. Oder der Einsatz von Reservekraftwerken bei regionaler Über- und Unterversorgung. Die Kosten dafür wachsen stark und liegen derzeit bei rund 1 Milliarde Euro im Jahr. Für politischen Zündstoff sorgt dabei die ungleiche Verteilung der Netzkosten. Die Netzentgelte wachsen nämlich besonders stark auf dem Land, im Osten und in Bayern. Überall, wo besonders viele Wind- und Solarenergieanlagen errichtet werden und angeschlossen werden müssen, während der Westen mit seinen modernen Stromleitungen und vergleichsweise weniger erneuerbaren Kraftwerken geringer draufzahlt. Zitat Ende. Ich habe das sehr ausführlich zitiert, weil ich klar ausdrücken wollte, unser Bundesland hier im Osten zahlt allein darum schon mehr Geld. Die Menschen hier zahlen wesentlich mehr Geld, weil wir so stark auf die Förderung der Windkraft gesetzt haben. Und das war ein Irrweg und dieser Irrweg muss beendet werden. Im Übrigen hatte die Merkel-Regierung angeboten, diese Unterschiede zwischen Ost und West einzugleichen. Wir haben hier auch einen Antrag verabschiedet in diesem Parlament, der in diese Richtung gezielt hat. Diese Sache hat die Bundesregierung aber eben nicht aufgegriffen und nicht realisiert. Warum? Weil da Wahlen in Nordrhein-Westfalen waren und dann braucht man ja diese Angleichung mit dem Osten und Westen, die Verteilung der Lasten nicht gerechter durchzuführen. Das, meine Damen und Herren, ist unmöglich. Zusätzlich zu der Energiewende soll dem deutschen Verbraucher jetzt aber auch noch eine Verkehrswende aufoktroyiert werden. Der planwirtschaftlich erzeugte und sündhaft teure Ökostrom soll nämlich schon bald zu 100% alleinige Energiequelle werden und dazu dienen, die Verbrennungsmotoren abzulösen und hochsubventionierte Elektroautos für Pkw und Lkw durchzusetzen. Dieser Plan wurde von den Grünen entwickelt, aber er wurde von der SPD bereits übernommen, von der Umweltministerin, und er wurde von Frau Merkel bereits übernommen. Dieser Irrweg der Abschaffung der Verbrennungsmotoren gefährdet zwischen 600.000 und 800.000 Arbeitsplätze in Deutschland, ist ein Konzept der Deindustrialisierung. Und diesem Konzept müssen wir uns eigentlich alle, nicht nur die AfD, da müssen sie auch die CDU, massiv gegen wenden.
Wir dürfen unser Land nicht zerstören lassen. Warum die Deutschen keine Elektroautos kaufen, kann man in einem Spiegelartikel mit dem Titel »Die überforderte Zukunft« nachlesen, der am 11.08.2017 erschienen ist. Ich zitiere: »Der Elektroantrieb ist technisch noch weit davon entfernt, die Funktion des universalen Mobilitätswerkzeugs einzunehmen, die der Benziner oder Diesel moderner Bauart heute beherrscht. Hinzu kommt, dass die Ökobilanz des Elektromotors weit schlechter ausfällt als die eines Verbrenners. Das beginnt mit der Herstellung der Batterie, bei der unter den derzeit herrschenden Produktionsbedingungen pro speicherbarer Kilowattstunde Strom bis zu 200 Kilogramm des Treibhausgases CO2 entstehen. Bei den derzeit verfügbaren Kapazitäten sind das zwischen 3,7 und rund 20 Tonnen. Ein moderner Diesel ist bereits 150.000 Kilometer unterwegs, ehe er diesen Wert erreicht.« Zitat Ende. Meine Damen und Herren, sieht so eine vernünftige Ökopolitik aus? Vom Regen in die Traufe, das zeigt die tatsächliche Perspektivlosigkeit Ihrer etablierten Politik. Ich fasse zusammen: Die bereits hochsubventionierten Elektromobile sind teuer, haben eine geringe Reichweite, eine miserable Umweltbilanz und es mangelt an entsprechender Infrastruktur. Elektroautos sind schlichtweg nicht marktfähig. Um die Zahl von Elektroautos auf deutschen Straßen gegen jede Vernunft mit der Brechstange zu steigern, gehen die Energie- und Verkehrswende-Ideologen nun massiv gegen den Dieselantrieb und damit gegen ein Herzstück der deutschen Autoindustrie vor. Dass dabei Hunderttausende Arbeitsplätze aufs Spiel gesetzt werden, interessiert diese Vertreter der Altparteien nicht. Dekarbonisierung ist das Schlagwort, das Frau Merkel geprägt hat, schon auf dem Klimagipfel in Paris vor 2 Jahren. Schamlos wird aber unter diesem Stichwort die Deindustrialisierung Deutschlands vorwärtsgetrieben, sowohl im Energie- als auch im Verkehrssektor. Um das klar zu sagen: Kriminelle Vertreter aus Konzernzentralen, die im Interesse des Profits darauf verzichtet haben, Dieselfahrzeuge ausreichend mit Filtertechnik, mit Soft- und Hardware auszurüsten und vermeidbare Gesundheitsschäden zu vermeiden, die gehören vor den Strafrichtern, wenn sie bei diesem Betrug mitgemacht haben. Das ist eine klare Kante, klare Aussage. Aber darunter dürfen nicht die Menschen leiden, die in diesen Firmen arbeiten, die arbeitenden Menschen, die ihre Familien, und das sind mehrere Millionen, die in Deutschland abhängig sind von der Industrie, und diese ganze Industrie platt zu machen, das werden wir nicht hinnehmen. Fakt ist, man kann die vorhandene Dieselflotte mit geringen Mitteln sowohl bei der Hardware wie auch bei der Software wesentlich umweltfreundlicher gestalten, sodass es nicht zu Fahrverboten in den Städten kommen muss. Daher fordern wir nicht nur die Abwicklung der gescheiterten Energiewende, sondern auch eine Dieselgarantie bis zum Jahre 2050. Außerdem fordern wir den Ausbau der Erdgasinfrastruktur an deutschen Tankstellen zur Förderung von Erdgasmobilität. Diese Technologie ist nämlich im Unterschied zur Elektromobilität marktfähig und umweltfreundlich. Es ist eine Verbrennertechnologie, bei der kaum noch Stickoxide und CO2 anfallen. Es gibt weltweit bereits 15 Millionen Erdgasautos, deren Reichweite mit einfachen Mitteln wesentlich gesteigert werden kann. Mit dieser Technologie ist es möglich, langfristig unsere Automobilindustrie zu retten und die Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Deutschland bezog im Jahr 2016 insgesamt 49,8 Milliarden Kubikmeter Gas aus Russland, ein Fünftel davon durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Im Jahr 2019 soll eine weitere Pipeline Nord Stream 2 kommen. Darin liegt ein wesentlicher Teil zur Lösung unserer Energieprobleme. Nicht in der weiteren Verspargelung ganz Deutschlands mit Windmühlen, die tausende Vögel zerschreddern
und Gesundheitsschäden bei Menschen hervorrufen, die in ihrer Nähe leben. Und genau dagegen, dass wir unsere Energieprobleme mit russischem Erdgas lösen, richten sich die jüngsten Sanktionen der USA, die von ihrem umweltschädlichen und teuren Fracking-Gas profitieren wollen und Westeuropa davon abhängig machen wollen. Und da sagen wir klipp und klar auch an dieser Stelle, das ist nicht nur völkerrechtswidrig, denn in den USA kann das Parlament nicht entscheiden, wo wir unser Gas herbeziehen oder nicht. Das ist völkerrechtswidrig, aber es ist zugleich eine inakzeptable imperialistische Politik gegen ganz Westeuropa. Die Russland-Sanktionen müssen fallen. Meine Damen und Herren, damit komme ich, Sie können sich hinterher melden und Fragen stellen. Die AfD fordert Sie also auf. Ich fasse zusammen, es sind nur 1 Minute und 20 Sekunden. Erstens, die AfD fordert Sie auf, die wirtschafts- und verbraucherfeindliche Politik der Energiewende in Sachsen-Anhalt zu beenden, planwirtschaftliche Irrwege im Energiesektor zu stoppen und zum marktwirtschaftlichen Ordnungssystem zurückzukehren. Zweitens, im Rahmen, Sie haben keine Kinderstube wahrscheinlich genommen, sonst würden Sie immer dazwischen fragen. Zweitens, im Rahmen einer Neuausrichtung der Energiepolitik soll sich die Landesregierung im Bundesrat für die ersatzlose Streichung der EEG-Förderung einsetzen. Anlagen mit Förderzusage sollen Bestandsschutz genießen. Drittens, durch Repowering darf die Windkraftleistungskapazität per Saldo nicht weiter erhöht werden. Kommunen sollen einen Baustopp für Windenergie verhängen können. Kommunale Entscheidungskompetenz soll im Sinne des Subsidiaritätsprinzips gestärkt werden. Viertens, wir setzen auf Erdgas als kostengünstigen, umweltschonenden, Versorgungssicherheit gewährleistenden und vielseitig einsetzbaren Energieträger. Meine Damen und Herren, am 24. September haben wir alle die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass der jüngste Irrweg in der Energiepolitik beendet wird. Vielen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Danke, Herr Fahle. Es gibt eine Nachfrage. Frau Frederking möchte eine Nachfrage stellen. Und Herr Philipp auch. Bitte, Frau Frederking. Herr Fahle, ich habe mich gewundert, in Ihrem Antrag steht marktwirtschaftliches Ordnungsprinzip. Das haben Sie kurz in Ihrer Rede als Stichpunkt genannt, aber nicht weiter ausgeführt. Was verstehen Sie denn unter einem marktwirtschaftlichen Ordnungsprinzip für den Energiebereich? Herr Fahle, bitte. Da verstehe ich das genaue Gegenteil dessen drunter, was praktiziert wird, dass man nämlich die Illusion schafft, man könnte durch die Vorgaben von CO2-Einsparungen die Rettung der Erde und des Klimas bewirken und aus diesen CO2-Einsparungen dann ableitet, dass man mit Zertifikaten handelt und das Ganze abfedert, indem man die Komplettumstellung auf erneuerbare Energien durch dauerhafte Subventionen ermöglicht, die ich benannt habe, die zurzeit 25 Milliarden in einem einzigen Jahr ausmachen. Das ist das Gegenteil der Marktwirtschaft, wo die Energieträger frei miteinander konkurrieren können, ohne dass einzelne Energieträger besonders subventioniert werden. Und das Problem haben wir gegenwärtig. Und das ist nicht länger hinnehmbar, dass die Leute Jahr für Jahr Strompreiserhöhungen in Kauf nehmen müssen, weil man eben die erneuerbaren Energien damit subventioniert. Nicht aus Staatsmitteln, sondern indem man das Geld den Leuten, den privaten Haushalten aus der Tasche zieht. Das wollen wir nicht. Das soweit dazu. Und dann die nächste Frage, bitte. Vielen Dank, aber den Job übernehme ich noch, Entschuldigung, Herr Fahle. Nein, das wollte ich nicht. Der Abgeordnete Herr Philipp hat jetzt das Recht, die Frage zu stellen. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Fahle, ich will gar nicht auf Details Ihrer Rede eingehen. Sie haben ja auch recht, was das Thema Elektromobilität angeht und was das Thema Umweltschädlichkeit derzeit der Elektromobilität angeht. Obwohl der Elektromotor sicherlich wettbewerbsfähig ist, aber in der Kombination Batterie momentan nicht wettbewerbsfähig ist. Ich will auch gar nicht darüber sprechen, dass Sie sozusagen den menschengemachten Klimawandel verweigern mental. Ich will Ihnen bloß mal so eine Ressourcenfrage stellen. Das können auch Sie nicht sozusagen verweigern und von der Hand weisen. Sie wissen schon, dass die fossilen Brennstoffe endlich sind. Gehe ich mal von aus, dass Sie das wissen.
Und jetzt können Sie sozusagen noch gucken, 50, 80 Jahre, pressen den Planeten aus, verbrauchen das Öl, den ganzen Gasreserven, dann machen sie mit Fracking weiter, holen den letzten Tropfen Gas noch aus diesem Planeten. Aber irgendwann ist das alles vorbei. Und dann habe ich die Frage an Sie, was kommt dann? Und dann will ich Ihnen die Frage stellen, was meinen Sie, welches Land dann die Nase vorne hat? Also, Entschuldigung. Ja, also dazu ist zunächst zu sagen, es ist so, dass wir den Klimawandel als Klimawandel nicht leugnen. Wir bezweifeln nur, dass der seit vielen, ich komme da, Sie haben ja viel mehr dazu gesagt. Ich sage jetzt erstmal als erstes, dass solange die Erde existiert, gibt es Veränderungen im Klima, mal mehr mit Eiszeit, mal mehr mit Wärmeperioden. Das wissen Sie, das habe ich schon mal hier ausgeführt, will ich nicht wiederholen. Das Zweite ist, wie man künftig damit umgeht. Und wissen Sie, ich habe den Vorteil oder Nachteil, ich bin jetzt 67, ich höre jetzt seit mittlerweile, warten Sie mal, seit 30 oder 40 Jahren, dass das Öl und das Gas ausgeht. Und denken Sie mal darüber nach, während das ständig propagiert wird von den Leuten, die jetzt glauben, 5 Minuten vor 12 die Welt retten zu müssen, wird jedes Jahr, werden neue Ölfelder entdeckt, jedes Jahr werden neue Gasfelder entdeckt, sodass sich dieses Problem erst in Jahrzehnten in Wirklichkeit stellen wird. Dann allerdings wird es wahrscheinlich, jetzt kommt man mal zu Ihrer Geschichte, dann wird es wahrscheinlich ganz neue Lösungen für die Lösung dieses Problems geben. Denn wenn die Energie über die Sonne auf die Erde kommt, dann wären solche Gedanken mal irgendwann interessant, wie kann man die Sonnenenergie direkt umwandeln in den Energieverbrauch, den wir brauchen, in die Energieeinspeisung, die wir brauchen. Und das geht zum Beispiel mit Spiegel. Bitte, Sie können sich doch melden. Also Sie können auch weitere, wenn Sie zugelassen werden, auch weitere Fragen stellen. Ich will Ihnen nur sagen, dann kommen andere Technologien. Nur eins weiß ich schon heute. Auf viele Jahre hinaus haben wir die Möglichkeit, mit Erdgas zu arbeiten. Das weiß ich hundertprozentig. Und ich weiß auch hundertprozentig, in einer Verdreifachung der Windenergie, in dem Windspargel an allen Autobahnen stehen, so wie ich das einer Studie von dem Fraunhofer-Institut entnommen habe, die vor 2 Jahren erschienen ist, das ist mit Sicherheit gar keine Lösung. Denn die Annahmen, die in dieser Studie sind, haben mein Vertrauen in die Wissenschaftlichkeit des Fraunhofer-Instituts im Punkto Energie total erschüttert, weil das, was da drin steht, ist einfach nur Lobbypolitik für die Windenergie und sonst nichts. Das hat mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun. Soweit kann ich nur jetzt sagen, allwissend ist niemand, ich auch nicht. Und deswegen kann ich nicht sagen, welche Lösungen wir in 20, 30, 40 Jahren neu entwickeln werden. Aber was ich Ihnen sagen kann, es ist ein System in der Marktwirtschaft. Die besten Lösungen setzen sich durch. Aber das sind nicht die Lösungen, die man den Menschen von oben aufschwätzt und oktroyiert, die in Ideologie getrieben sind, sondern es setzen sich die Lösungen auf Dauer durch, die ökonomisch vertretbar sind und die gewünschten Ergebnisse bringen. Und das bringt uns weder das Elektroauto noch sonst was. Der Abgeordnete Herr Philipp hat eine Nachfrage. Herr Fahle, es erlaubt mir, dass ich auch mal ein bisschen polemisch bin. Ich habe jetzt für mich gemerkt, das ist für Sie nicht so wichtig, weil wenn die dann enden, die fossilen Brennstoffe, dann gibt es die nicht mehr. Bitte? Sie haben gesagt, das ist ja noch lange hin und ich bin jetzt 65 Jahre alt und naja, da wird sich schon was finden. Das habe ich jetzt für mich so verortet, dass sozusagen, wenn die fossilen Brennstoffe mal dem Ende sich neigen und wirklich zu Ende gehen, dann gibt es sie physisch nicht mehr. Ach so, und das war nicht... Ist ihnen egal. Ich wollte Ihnen eigentlich nur, wenn Sie, darf ich antworten? Muss ich erst mal fragen. Also, damit wollte ich nur deutlich machen, dass ich diese These schon seit Jahrzehnten höre und sie in all diesen Jahrzehnten immer falsch gewesen ist. Sie ist nicht falsch in dem Sinne, irgendwann werden die fossilen Energieträger vielleicht zu Ende sein. Aber wann das sein wird, das kann heute niemand wissenschaftlich exakt sein. Denn, und darauf habe ich hingewiesen, es kommt darauf an, dass wir in den nächsten Jahrzehnten völlig ergebnisoffen einen Wettbewerb der verschiedenen Energieträger organisieren. Aber der muss fair sein. Das heißt, nicht einen einzelnen Energieträger besonders subventionieren. Und das ist das, was so eine Marktwirtschaft wegführt. Das darf nicht ideologiegetrieben sein, sondern müssen knallhart die Zahlen entscheiden
und was bringt uns den meisten Nutzen? Und das stellt sich nur eben immer raus, wenn man der Wirtschaft und der Industrie die Möglichkeit gibt, sich frei zu entfalten. Und dafür ist die AfD.